Gott vergibt, wir beide nie. Oder Django, wie es in den wunderbaren Italo-Spaghetti-Western der 60er hieß, in einer Reminiszenz an Terence Hill. Schauen wir da jetzt bitte mal rein. Eine erbarmungslose Auseinandersetzung, die nur unter einem einzigen Gesetz steht. Gott vergibt, Django nie. Und seien wir ehrlich, mir laufen manchmal Schauer des Vergnügens über den Rücken, wenn all die John Wicks und Jack Reachers, die Lisbeth Salanders und zum Beispiel auch die Braut von Quentin Tarantino aus Kill Bill ohne Rücksicht auf Moral und Recht auf einen fairen Prozess einfach durch die Gegend häckseln und alles in Schutt und Asche legen. Schluss mit Geduld, Verständnis und Barmherzigkeit. Manchmal lassen sie dann noch aus Mitleid irgend so ein Haustier oder einen Passanten oder einen Küchengehilfen rechtzeitig die Kurve kriegen, bevor dann die Gewaltorgie weitergeht, um auch das letzte vermeintlich Böse aus der Welt zu katapultieren. Und den Satz, dann seid ihr auch nicht besser als sie, naja, den haben sie schon lange hinter sich gelassen. Aber leben? Leben möchte ich in ihrer Welt nicht. Da fühle ich mich in unserer kleinen himmlischen DIY-Ecke schon wohler. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen aus der Martin-Luther-Kirchen-Gemeinde in Witten an der Ruhr. Mein Name ist Dirk Schuckler, ich bin Pastor hier in unserer Gemeinde und dies ist DIY Believe It Yourself, klug ist, wer selber glaubt. In dieser Woche begleitet uns der einsilbigste und aussagekräftigste Techniker, den wir haben, das ist der Nils. Nils, auch für dich, Urlaub am Rande des Horizonts erkennbar, wo geht's hin? Moin. Ja, wo es wirklich hingeht. Das ist unten eingeblendet. Diese Woche nur eine kurze DIY-Woche mit zwei Ausgaben und am Donnerstag dann einen lichten Moment, unseren kleinen Gottesdienst für zwischendurch und mittendrin. Deshalb auch eine gute Gelegenheit, sich mit einem biblischen Gedanken wieder ein bisschen tiefer und näher zu beschäftigen. Aus gegebenem Anlass übrigens, dieses Mal die Jahreslosung 2021, wird in den Mittelpunkt dieser Woche gestellt, denn unsere neuen Geburtstagskarten sind da. Ein wenig verspätet, aber immerhin noch im richtigen Jahr. Die Karte ist fertig, dazu morgen mehr. Aber jetzt erstmal ein Blick auf das biblische Wort für den Tag, beziehungsweise ja auch für das ganze Jahr 2021. Aus Lukas 6 heißt es, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ernsthaft? Ich habe manchmal den Eindruck, wir leben in einer relativ unbarmherzigen Welt, in der der Stärkere überlebt. Survival of the fittest nach dem Motto, fressen oder gefressen werden, schön und gut, dass Gott uns vergibt. Aber das Leben präsentiert uns doch am Ende eine richtig große Rechnung mit all dem, was da auf dem Deckel ist. Wie es in diesem guten alten Tote-Hosen-Song aus der harten, echten Zeit heißt, da hören wir jetzt mal einmal eben rein. Und ja, sie haben recht. Wir leben in einer Welt ohne paradiesische Zustände, in einer gefallenen Welt, in der es eher den Eindruck macht, als würden Hölle, Tod und Teufel am Ende siegreich triumphieren. Aber wir wollen mal nicht so tun, als würde uns das alles schicksalhaft unverschuldet so zufallen. Die Natur vergisst nicht, was wir ihr an Schätzen rauben und an Müll wieder zurückgeben. Unser Körper vergisst nicht, was wir ihm an Giften zufügen und welche Pflege wir ihm vorenthalten. Unsere Kinder vergessen nicht, mit welchen Erwartungen wir sie überfordert haben, ohne ihnen gleichzeitig Orte der Liebe und der Lebensfreude geschaffen zu haben. Für all dies wird das Leben uns eine Rechnung präsentieren, mit all dem, wo wir sozusagen über Jahrzehnte auf einen Deckel gelebt haben. Franz Kafka, der alte Verwandlungskünstler, fand übrigens auch den wahren Grund dafür. Er formulierte das mal folgendermaßen.
Es gibt zwei menschliche Hauptsünden, aus welchen sich alle anderen ableiten. Ungeduld und Lässigkeit. Wegen der Ungeduld sind sie alle aus dem Paradies vertrieben worden, wegen der Lässigkeit kehren sie nicht zurück. Vielleicht aber gibt es auch nur eine Hauptsünde, die Ungeduld. Wegen der Ungeduld sind sie vertrieben worden und wegen der Ungeduld kehren sie nicht wieder zurück. Und wer sich einmal auf die Spur dieses Gedankens begibt, erkennt, wie recht der Mann hat. Viele Unbarmherzigkeiten auf dieser Welt sind auf Ungeduld zurückzuführen. Mir geht es nicht zügig genug an der Kasse. Ich warte zu lange auf das Essen. Die Rohstoffe wachsen nicht schnell genug nach. Die Rendite ist nicht so hoch wie erwartet. Ich erreiche meine Lebensziele nicht wie geplant und dann erst die anderen alle, die meinen Anforderungen nicht gerecht werden. Das macht mich alles ungeduldig und unbarmherzig. Und ich bekenne an dieser Stelle, ich bin ein ungeduldiger Mensch. Und meine große Versuchung ist tatsächlich daraus sich ableitend die Unbarmherzigkeit. Wer im alltäglichen Leben mit mir zu tun hat, muss das manchmal leidvoll ertragen. Aber Barmherzigkeit ist auch nicht mit Mitleid zu verwechseln. Mitleid kannst du mit allem und jedem übrigens auch wunderbar mit dir selbst haben und dann darin baden, ohne dass sich irgendetwas verändert. Es gibt ein unbarmherziges Mitleid, das zwar sieht, wie schlimm alles ist, aber tatenlos daneben steht. Barmherzig sein heißt Geduld haben. Geduld mit deinem Kind, das für das Lernen etwas länger braucht. Geduld mit dir selbst, bevor Karriere, Kraftsport und Community dich in den nächsten Herzinfarkt oder den ersten Herzinfarkt treiben. Geduld mit der Natur, in der kein Grashalm schneller wächst, nur weil du an ihm ziehst. Geduld mit dem Nächsten, der seine eigenen Grenzen und Stärken hat. Und Geduld mit dem Fremden, an den wir uns erst gewöhnen müssen, genau wie er sich an uns gewöhnen muss. Und da das alles nicht so einfach ist, gibt Jesus auch tatsächlich im Anschluss an dieses Wort der Jahreslosung noch ein paar konkrete Ratschläge mit auf den Weg. Und er fährt fort, richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr auch nicht verdammt. Vergebt, so wird auch euch vergeben. Oder um es mit einem Gebet zu sagen, aus einem ganz anderen Kulturkreis, großer Geist, bewahre mich davor, über einen Menschen zu urteilen, ehe ich nicht 1000 Meilen in seinen Mokassins gelaufen bin. Wendet einander zu und versucht zu verstehen. Das hat Gott übrigens vorgemacht. Er hat sich uns in Jesus zugewandt und uns in seinem Leben, Sterben und Auferstehen gezeigt, dass er in unseren Spuren gewandelt ist, damit er uns signalisieren kann, ich verstehe euch. So, das wär's für heute. Morgen geht's mit diesem Gedanken noch ein bisschen weiter. Bis dahin eine Aufgabe des Tages. Schreibe 10 Situationen auf, die dich ungeduldig und unbarmherzig machen. Und dann bitte Gott um Geduld und Barmherzigkeit fürs nächste Mal. Neben allen anderen sozialen Kanälen, die ihr kennt und benutzen könnt, könnt ihr mir natürlich auch schreiben. Jetzt ist die E-Mail-Adresse eingeblendet. Ich antworte auch, versprochen. Ansonsten bleibt uns gewogen, passt auf euch auf, Gott tut es auch. Dies ist BIY, mein Name ist Dirk Schuklert in der Martin-Luther-Kirchengemeinde in Witten an der Ruhr. Ich freue mich auf morgen. Macht's gut, tschüss. And I said, oh.